Mein Name ist Philipp Stockhammer. Ich bin von Haus aus Archäologe und arbeite hier in Heidelberg am Institut für Ur- und Frühgeschichte und fördere asiatische Archäologie als Postdoktorand. Ich komme ursprünglich aus der Gegend von Nürnberg, habe in Erlangen und Tübingen und Brüssel Archäologie studiert und im Anschluss an meine Doktorarbeit, die ich in Heidelberg abgeschlossen habe, dann eine Stelle im Rahmen des Exzellenzclusters Asia and Europe in a Global Context bekommen, und zwar im Rahmen des Projektes Materiality and Practice, das ich zusammen mit meinem Doktorvater und anderen Professoren beantragt habe. Im Rahmen meiner Forschung geht es um Keramik, die aus Griechenland im 2. Jahrtausend vor Christus in den östlichen Mittelmeerraum gekommen ist, vor allem heutige Israel und Libanon. Und ich frage, warum haben Menschen, die dort in dieser Region gewohnt haben, diese Keramik erworben? Es geht also um Fragestellungen der Aneignung. Wie sind Menschen mit dieser Keramik umgegangen? Wie haben sie die angeeignet? Wie haben sie die in eigenen Praktiken integriert? Und damit stehen meine Fragestellungen im Zentrum dessen, um was es in dem Cluster geht, nämlich die Frage, wir haben eine transkulturelle Situation. Menschen werden konfrontiert mit fremden Objekten, mit anderen Objekten, die sie nicht kennen, und wo sie sich entscheiden müssen, nehme ich die an, lehne ich die ab? Und wenn ich sie annehme, was mache ich damit? Übernehme ich auch fremde Praktiken oder nicht? Oder gehe ich ganz kreativ mit diesen Objekten um? Als Archäologe ist meine Forschungszeit sozusagen zweigeteilt. Einen Teil verbringe ich in Heidelberg, wo ich eben Literatur sichte, wo ich Funde sichte. Der zweite Schritt sind Reisen in den östlichen Mittelmeerraum, insbesondere nach Israel, wo ich zu Fundorten gehe, wo ich dort Funde sichte, zum Teil auch noch mit ausgrabe. Diese Funde werden dann eben von mir gezeichnet, sie werden bestimmt. Die Zeichnungen, die ich angefertigt habe in Israel, werden später von mir in Deutschland digitalisiert und entsprechend in meiner Arbeit eingebaut. Um ein Beispiel für den kreativen Umgang mit solchen fremden Objekten in einer derartigen transkulturellen Situation zu nennen: In Griechenland wurden traditionell Wasser und Wein miteinander in großen Mischgefäßen gemischt, in sogenannten Krateren. Solche Kratere sind auch an die Levante gekommen. Und nach der Untersuchung bildlicher Darstellungen und archäologischer sonstiger Funde konnte ich feststellen, dass in diesen Krateren an der südlichen Levante nicht wie in Griechenland Wasser und Wein gemischt wurde, sondern höchstwahrscheinlich Bier mit Strohhalmen getrunken wurde. Das heißt also, die Gefäße wurden in Griechenland mit einer ganz anderen Intention hergestellt, als sie dann an der südlichen Levante verwendet wurden. Aber das zeigt eben diesen kreativen Prozess der Aneignung, das zeigt, wie Menschen in solchen Situationen mit fremden Objekten umgehen und sie in ihr eigenes einbinden. Man stellt natürlich die Frage, was bringt der Cluster einem Archäologen? Es sind natürlich meine Stelle, der Cluster finanziert mir Reisekosten, aber es ist eigentlich noch viel mehr. Was mir der Cluster bietet, ist die Chance, die Phänomene, die mich interessieren, von einer transdisziplinären Perspektive zu diskutieren. Ein Beispiel dafür: Der Cluster hat mir es letztes Jahr ermöglicht, eine Tagung zum Thema
Hybridisierung, Hybridität zu organisieren, wo diese Phänomene, die für mich ganz relevant sind, zusammen mit Politikwissenschaftlern, mit Literaturwissenschaftlern, mit Ethnologen und vielen anderen Fächern diskutiert werden konnten. Eine solche transdisziplinäre Perspektive kann ich mir außerhalb des Clusters gar nicht vorstellen.